So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen auf dem Balkon. Und guck mal, was ich hier gefunden habe. Eine Soße, eine Barbecue-Soße, aber nicht von irgendwem, sondern von Sido. Sido, der Maskenrapper mit dem Arschfix-Song, hat jetzt eine Marke, Sidos Beste. Gibt es seit 2021, ist also schon ein bisschen her. Da gab es auch irgendwie Schweine, Steaks, Koteletts, Rückenzeugs, Spare Ribs oder so. Und eben auch eine Barbecue-Soße. Und so fleischige Sachen sind eh nicht meins. Eine Barbecue-Soße hat mich aber interessiert. Die war letztens auch mal im Kaufland reduziert, im Angebot, in der Werbung. War trotzdem noch mega teuer. Aber die wollte ich testen. Sidos Beste Barbecue-Soße. Zutaten: brauner Zucker, Tomaten, Äpfel, Wasser, Balsamico-Essig, Apfel-Essig, Sojabohnen, Weizensalz, Essig, Tamarinde, also Tamarinde, Zwiebel, Gewürze, Melasse, Knoblauch, natürliches Aroma, Lebensmittelsäure, Farbstoff, Konservierungsstoffe. Wie findet ihr das Design? Ist eher schlicht gehalten, aber ja, würde trotzdem funktionieren. Wir gehen mal fürs Thumbnail hier vor, dass wir das so haben. 250 Milliliter mache ich mal auf. Das wollen wir jetzt nämlich probieren mit einer Packung Nuggets. Wir hätten uns auch einen Hamburger machen können, aber die Nuggets nehme ich ja immer zu Soßen, weil ich die dann vergleichen möchte wieder mit der Mad Dog 357. Sidos beste Barbecue-Soße gegen Mad Dog 357 im Vergleich, im großen Test mit Nuggets von Ableben. Jetzt das aber erstmal aufmachen. Da ist nämlich bestimmt noch so eine Folie drauf, könnte ich mir denken. Das geht gar nicht auf, merke ich gerade. Du drehst und drehst und das dreht sich einfach immer komplett rum. Okay. Dann, vielleicht ist auch gar keine Folie drauf. Vielleicht darfst du das nicht aufmachen. Also nehmen wir mal den schwarzen Bibus hier ab. Gucken hier rein. Und sehen schon, die kommt einfach so raus, wie sie ist. Ja, das ist die Barbecue-Soße hier. Weiß ich nicht, ob ihr das seht, dass sich hier was rumsaut auf dem Teil. Wieder auf jeden Fall interessant, hat auch so eine leicht flaumige Note gerade, wie die Mad Dog Soße. Machen Sie uns aber erstmal die Nuggets warm und dann melden wir uns gleich zurück mit den Nuggets, wenn wir die Soße testen. Adi Schatz, alles Gute! So, die Nuggets sind jetzt fertig. Die Vögel zwitschern schon im Hintergrund. Das sieht doch bestimmt richtig gut aus. Wir machen jetzt mal die Sidos Barbecue Soße auf. Barbecue Soße, Sidos Beste. Ich weiß nicht, ob man die erstmal so probieren soll. Wir hauen sie einfach direkt mal auf den Nugget drauf, nehmen uns hier in der Mitte den dicken, der hängt, hallo, Hank, bitte zur Kasse kommen. So, der hängt nicht mehr, wir machen mal jetzt hier ein Brutzler da drauf, richtig fett, ich bin ja nicht so der Barbecue-Soßen-Typ, aber dem möchte ich mal eine Chance geben. Oh mein Gott, ich muss sagen, es hat so einen interessanten Geschmack gerade, wirklich. Ich weiß nicht, wo das herkommt so. Tomaten sind da drin und Äpfel. Und ich glaube, das ist auch irgendwie, ich wollte das sagen, das hat sowas sauer, ein bisschen sauer, Säure ist da drin. Was Säuerlicheres, aber irgendwie auch wie Pflaume, aber das müssen die Äpfel sein. Äpfel, Tomaten, Zwiebeln, alles da drin. Das schmeckt eigentlich sehr außergewöhnlich, aber mir auf Anhieb verdammt gut. Und jetzt das Ganze sich vorstellen auf einem Burger. Selbst wenn ihr hier immer diese Fertigburger oder so kennt und nichts drauf ist, darf das Fleisch mit dem Käse, dem Brötchen, da diese Soße streichen, reinbeißen, hast du auf jeden Fall ein ganz besonderes Erlebnis, einen besonderen Geschmack, ein Apfelburger mit Apfelring. Ist jetzt nicht wirklich scharf, ist halt säuerlich, aber das in Kombination vielleicht mit der Mad Dog, die ja scharf ist und ein bisschen nach Pflaume schmeckt auch, ergibt bestimmt ein richtig geniales Geschmackserlebnis. 5,24, die ist sogar noch haltbar, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil die ja damals dann plötzlich reduziert war oder so. Da konnte man die sich kaufen, da hat man 5 Euro gespart.
weil die sonst so viel kostet. Aber ich habe jetzt hier diese Hot Jalapeno Sauce probiert und die fand ich richtig gut. Hab die jetzt verbraucht innerhalb von 2-3 Tagen. Die würde ich mir auch so oft irgendwo drauf machen. Ich glaube, selbst wenn du dir so eine Dönerbox holst. Das haben wir früher in Pöttmes in Bayern im Urlaub, gab es einen Dönermann. Der hat immer Dönerbox gemacht mit viel Dönerfleisch drin, mit Pommes drin. Und der hat auch immer Barbecue-Soße in seine Dönerbox gemacht. Der hatte die Barbecue-Soße von HP. Ist eine Marke, kennt vielleicht jeder. HP, Dönerbox, Barbecue-Soße. Das war richtig genial, die Kombination. Wenn wir selbst dann mal Dönerbox geholt haben, nach dem Urlaub, und haben versucht, da Barbecue-Soße drauf zu machen, es war nicht das gleiche, es hat ganz anders geschmeckt. Das auf einem Döner könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Auf einer Dönerbox, bei einem Döner-Teller, auf eine Pizza, auf einen Burger, mit Fisch, mit Chicken Nuggets. Also ich finde die gut, bin froh, dass die jetzt auf ist, kann jetzt meine Nuggets immer damit essen. Wir wollen aber natürlich noch die Mad Dog testen im Vergleich zu Sidos Beste. Das heißt, wir machen... Habt ihr das gesehen? Da ist einfach die Katze reingekommen. Adi, Schatz. Ich habe extra den gelben Sack hier raus auf den Balkon, dass du da nicht rangehst. Jetzt verfolgst du den gelben Sack auf den Balkon und ärgerst den weiter. Das kann doch nicht sein. Ich muss mal doch trennen. Jetzt habe ich vor lauter Aufregung einen viel zu großen Tropfen Mad Dog Soße auf den Nugget gemacht. Das ist viel zu viel, aber das probieren wir jetzt auch mal. Oh mein Gott! Ah. Mad Dog in the house. Übertreib's nicht mit der Mad Dog, geh damit wirklich sparsam um. Das ist kein Scherz. Da müssen wir gleich noch mal Sido hinterher probieren, um den Geschmack zu überdünchern. Sieht so ähnlich aus, schmeckt aber ganz anders. Mm. Jetzt hast du eine Schärfe im Mund. Und zu der Schärfe dieses super süßliche apfelessrige Soße von Sido. Das ergibt die perfekte Kombination. Oh. Ihr seht gerade, wenn man Schluck aufkriegt von was Scharfen, das heißt alles. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.